Hammer Wetter, Hammer Leistungen, Mittsommernacht vom SCC Berlin. Was tun bei über 30 Grad Lufttemperatur? Genüsslich ein Eis schlecken, sich ein schattiges Plätzchen suchen oder den Fächer für etwas Abkühlung bemühen? Falsch! Im Mommsenstadion wurde hauptsächlich Sport getrieben und das auf Spitzenniveau. Besonderer Fokus lag natürlich auf dem 100-Meter-Rennen der Männer. Julian Reuß, Deutschlands schnellster Sprinter aller Zeiten, hatte sein Kommen angekündigt. Aus dem Gigantenduell mit SCC-Star Lukas Jakubczyk wurde aufgrund dessen Fußverletzung zwar nichts, das Teilnehmerfeld war dennoch hochklassig besetzt. In den Vorläufen blieben alle späteren Finalisten unter 11 Sekunden. Die Zeiten bewiesen es, die Mittsommernacht ist längst keine reine Gute-Laune-Veranstaltung mehr. So sieht das auch Hannes Liebach, der die 1500 Meter gewann. Ich glaube, das wird auch von Jahr zu Jahr besser hier. Also vor ein, zwei Jahren war das noch eher dürftig. Letztes Jahr war unglaublich schlechtes Wetter und dieses Jahr ist ja schon ein richtiges Sportfest. Ein Sportfest, bei dem nicht nur gerannt, sondern natürlich auch gesprungen wurde in die Weite und in die Höhe. Mit dem Stab stellte sich dabei niemand besser an als Marek Chudoma. Der Athlet des Zehlendorfer TSV überquerte in seinem letzten gültigen Versuch 5,07 Meter und war danach völlig außer sich vor Freude aus einem ganz besonderen Grund. Also es ist meine neue persönliche Bestleistung, 5,07 Meter, vorher hatte ich 5,01 Meter aus der letzten Saison. Und das Frauenweltrekord ist nochmal irgendwie eine andere Welt dann, dass man irgendwie als Mann, ist jetzt ein bisschen hochnäsig, aber kann man sagen, dass man besser als alle Frauen. Den Weltrekord der Frauen hatte Julian Reuß bereits im Vorlauf recht locker geknackt. Im Finale legte der Wattenscheider aber noch einen drauf. In seinem ersten 100-Meter-Rennen der Saison war die Konkurrenz völlig chancenlos. Auch Jugend-Olympiasieger Sidney Siame aus Sambia musste sich Reuß geschlagen geben. Viel wichtiger war ihm aber natürlich die gelaufene Zeit. Also ich bin sehr zufrieden mit 10,21. 10,16 ist die WM-Norm, das ist nur sind 500stel noch. Heute waren sehr schöne Bedingungen, es war warm, ein bisschen Gegenwind leider. Aber für den ersten Wettkampf mit 10,21 zurückzukommen, ist schon sehr ordentlich, bin ich sehr zufrieden. Die Hitze setzte Reuß also nicht zu, konnte das auch von den Mittelstreckenläufern behauptet werden. Die Hamburgerin Jana Sussmann zeigte sich über 2000 Meter Hindernis zumindest nicht sonderlich ausgelaugt. Aber ihre Disziplin hat ja auch einen Vorteil. Jede Runde heißt es im Wassergraben baden gehen, bei diesen Temperaturen eine gern gesehene Abkühlung. Ja, also den Tag war schon irgendwie drückend und hängt die ganze Zeit rum. Ich bin dankbar über die Startzeit, also 21.20 Uhr. Jetzt ist ja perfekt eigentlich. Ein ganz schwaches Lüftchen, sodass die Luft nicht steht. Also das ist optimal und das Wasser dann zwischendurch ist auch nochmal noch toll. Gut, ein bisschen nach Luft gerungen haben alle Teilnehmer. Bei diesen Leistungen hat sich der Einsatz aber in jedem Fall gelohnt. Und vielleicht kommt die Veranstaltung so ja zu einem neuen Slogan. Wir haben da abschließend mal so eine Idee. Atemlos durch die Mittsommernacht.